B1.4. Bestätigen Sie der Rechnung, dass für die Länge der Strecke ANB in Abhängigkeit von Abszess x der Punkte A gilt. A und B sind 0,5x plus 1,875 Längeneinheiten. Vielleicht kommt es einem schon ein bisschen bekannt vor, hat man vorhin 1.2 eigentlich auch fast schon ganz ähnlich. Wie kriegt man das raus? Schauen wir uns schnell die Zeichnung an. Die Strecke AB liegt parallel zur y-Achse. Wenn wir eine Strecke haben, die parallel zur y-Achse liegt, dann gilt eigentlich immer, dass wir diese Strecke sehr einfach berechnen können über y-Koordinate von oben minus y-Koordinate von unten. Oben ist in dem Fall der Punkt AN und unten der Punkt BN. Jetzt nur Achtung, nicht den A1, B1 oder A2, B2 nehmen, sondern wirklich die funktional abhängigen Punkte. Die finden wir auch in der Aufgabe immer stehen. Hier ist der AN und hier ist der BN und davon die y-Koordinaten. AN liegt oben, also schreiben wir wie folgt. Die Länge der Strecke ANBN ist gleich y von A minus y von B. Ja, und das N noch dazu. So, setzen wir ein. Y von A waren die 0,5x² plus 3 minus, und jetzt Achtung, hier brauchen wir eine große Klammer, weil hier mehrere Terme hintereinander stehen, nämlich bn, das waren 0,5x² minus 0,5x und plus 1,125. So, zusammenfassen. Dieses Minus bewirkt, dass sich alle Vorzeichen der Terme hier in der Klammer umdrehen. Wir haben also 0,5x² plus 3, das lasse ich stehen. Aus plus 0,5x wird minus 0,5x², aus minus 0,5x wird plus 0,5x und aus plus 1,125 wird minus 1,125. Und jetzt noch zusammenfassen. Wir haben hier 0,5x² und minus 0,5x², das hebt sich also auf. Ja, kann man im Prinzip so durchstreichen. Und dann als nächstes kommt der Term mit x, das sind die 0,5x. Und 3 minus 1,125 sind 1,875 Längeneinheiten. Ja, und damit haben wir auch das Ergebnis schon berechnet.